Shalom Aleichem. Wir lernen Parashat Emor mit dem Perush von Zera Shimshon. Lerefuat Shlema Elia ben Judit und Rabbi Shimshon Chaim ben Rabbi Nachman Michoel Nachmani, der war in Modena, in Italien, der hat gesagt, wenn man lernt seine Torah, Hashem wird belohnen. Gute Belohnung für diejenigen, die lernen, mit Bohne, Chayo, Mesoine, Kinder gesund, Naches und gute Kinder und ein volles Haus. Und Hashem soll helfen, da soll sein an erster Stelle volle Genesung für alle Kinder. Sollen alle Kinder sollen sein gesund und stark und alle älteren Menschen sollen nicht schwach sein und jeder soll oben genug das, was er braucht. Wir werden dem Zitat von dem Torah, von dem Wochenabschnitt erklären und dann seine Perush. Parashat Emor handelt sich, lange Parasha, deshalb sie ist alleine. Es war jetzt viel Parashiot zusammen, Acher, Mois und Gdoishim, Tazria und Metzoyer und nächste Woche Barum Bechokoise, aber Emor ist groß und man kann nicht Emor noch eine Parashat dazu legen, dann muss man Mittagessen essen am Schabbesausgang, also lange Parasha. Die Parasha von Emor spricht über die Dinim von Kohanim und Moadim. Kohanim und Moadim. Kohanim ist Gesetze von Priester, von Bnei Levi. Was sollen sie achten? Welche Frauen nicht trinken, nicht reinkommen unbeschnitten und so weiter. Und Moadim sind die Feiertage Chag HaMatzot, Pesach, Shavuos. Und der Zera Shimshon spricht jetzt über die letzte Feiertag, die wird in die Parasha geschrieben. Basukot Shavu Shivat Yamim. Kol ha'ezrach b'Yisrael yeshvu b'sukot. In den Hütten sollt ihr 7 Tage wohnen. Wer in Israel eingeboren ist, sollen alle in den Hütten wohnen. Warum? Damit eure Nachkommen es wissen, dass in den Hütten ich Israels Sohne, Bnei Israel, habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Land Mitzrayim führte. Ich bin Gott, eure Gott. Wie Gott hat uns in die Hütten gehalten, in die Hütten, gibt es 2 Meinungen. Eine himmlische und eine praktische. Eine sagt, Hashem hat uns gebeten zu machen Hütten, also Zelt, so auf dem Weg soll sein Schatten. Und manche sagen, es war Wolken der Herrlichkeit. Also es war Wolken da und die Wolken haben geschützt. Okay, also es gibt 2 Meinungen in der Talmud. Was war die Wunder von Sukkot? Manche sagen Sukkot, Hoshavti et Bnei Israel bedeutet, ich habe sie geschützt mit Wolken. Oder andere Leute sagen, ich glaube Rabbi Akiva, der war praktisch und pragmatisch. Der hat gesagt, Hashem kann auch schützen, indem er uns sagt, Hütten zu bauen. Und womit ist die Sache zu vergleichen? Wenn ich gehe zu einer Reise, in ein Ort, den ich nicht kann, und du bist mein Bekannter, mein Freund, du sagst, Shlomo, wenn du gehst zu dieser Reise, vergiss nicht deine Mütze, vergiss nicht Sonnencreme, vergiss nicht Zelt, vergiss nicht Kleider bis dem Armel, nimm genug Wasser und in eine Hütte. Und danach sagst du, ja, ich habe der Shlomo geschützt in seiner Reise. Stimmt. Ohne deinen Tipp wird das nicht passiert. Also auch einen guten Befehl, jemand zu sagen, kann ihm retten. Ja, wir haben in Israel vor kurzem gemacht, in Jordan, so eine Reise mit Fahrrad. Und wir waren sehr, sehr geschützt. Eins haben wir vergessen, die Hände bei dem Fahrrad zu schützen. Die ganze Körper war schön geschützt, alles. Als wir kamen nach Hause, nach ein paar Stunden, die Hände waren geschwollen, rot. Also manchmal muss man über alles denken, wenn man was tut. Noch eine Handschuhe auf der Hand bei dem Reise konnte der Mensch komplett retten. Also, das ist der Pasuk. Gut. Wir beginnen. Der Zera Shimshon beginnt mit einem Midrash. Steht geschrieben in Bereishis, in 1. Buch Mosche, Kapitel 18, kommen 3 Leute zu Avraham Avinu, sehen aus wie Aravim,
wie Arabers. Und Avram sagt, Yukachna me'at maim, nimm ein bisschen Wasser, also wahrscheinlich zu trinken, aber nicht nur zum Trinken, auch zu waschen eure Füße. Waschen eure Füße, damit soll nicht sein auf ihre Füße Staub von Götzendienerei. Okay? Sagt der Midrasch, alles was Avraham Avinu hat gemacht, die Malachim, die Aravim, die Gäste, die Urchim, Hasa Kodesh Baruch Hu zu seinen Kindern dreimal. Alles, was Avraham hat gemacht, einmal zu seinen Gästen, Gott hat ihm dreimal bezahlt. Dreimal dafür belohnt, honoriert, gegeben. Einmal in die Wüste, einmal in Land Israel und einmal in die Zukunft. Also dreimal Hashem wird ihm belohnt. Bamidbar in die Wüste, Baaretz, Beeretz Israel und Latid Lavo in die Zeit von Moschiach. Wo? Steht geschrieben, ihr sollt beugen unter der Baum. Hashem hat sie geschützt. In die Sukkot, in die Wüste. In Eretz Israel, so wie steht geschrieben in dieser Parasha, sollt ihr bauen eine Sukkah. In die Zukunft, woher? Sagt der Prophet Jeschaiahu ben Amoz, Kapitel 4, Pasuk 6, Vesukkah tihie lezel yomam. Wenn Moschiach wird kommen, die Sukkah wird sein eure Schatten. Okay. Was steht in die Midrash? Avraham hat gemacht eine Mitzwa, gegeben die Aravim, die Malachim, Wasser, Maim. Was war seine Belohnung? Drei. In die Wüste Sukkah von Hashem, in Eretz Israel Sukkot zu bauen und Moschiach wird kommen, die Hütte wird sein ein Schatten für die Leute, die verloren sind für die schlimme Zeit. Sukkah ist auch ein gewissen Schutz, nicht nur physisch von der Sonne, sondern auch geistig, geistlich, mental, psychologisch, jüdisch, menschlich von der meschugene Welt. Es ist wir werden bald sehen, der Serashim schon sagt, es ist irgendein Schutz, irgendein friedlichen Ort. Fragt der Serashim schon, ich verstehe das nicht. Steht geschrieben, der hat dreimal belohnt. Aber der hat nichts gemacht, der hat nur einmal belohnt. In die Wüste. Sie waren in die Wüste, 40 Jahre. Dort haben sie Rettung bekommen von dem Schatten. In Eretz Israel, das ist schon ein Befehl. Ihr sollt machen eine Sukkah, weil sollt ihr erinnern, dass Hashem hat das gemacht. Aber es ist nicht jetzt eine Belohnung. Gut, ich habe dir gesagt, auch ein Tipp, etwas zu machen, ist eine guten Tat, aber es ist nicht ein Honorar. Es ist keine Ness. Hashem sagt, wenn ihr kommt nach Eretz Israel, sollt ihr machen Sukkot und dort wohnen. Und wenn Moschiach wird kommen, sowieso ist noch nichts passiert. Ja, irgendwann wirst du bekommen deine Tagmul, dein Dividenden, dein Honorar. Wo ist ihr die Belohnung? Was haben die Gäste bekommen? Sagt der Hashem schon, hat er gegeben, haben sie bekommen. Also Hashem selbst sagt in die Torah eine Pasuk, am selben Tag sollst du bezahlen. Gibt es eine Pasuk, einer hat bei dir gearbeitet, Beyomo titen scharo. Am dem Tag, wo hast du gearbeitet, sollst du geben. Kann nicht sein, dass Hashem bezahlt mit längeren Check oder Kredit. Hashem gibt jetzt, natürlich, wenn Hashem will bezahlen, die Neshama, die Seele, muss er bezahlen in zukünftige Welt. Aber warum steht geschrieben, fragt der Serashim schon, dass Hashem bezahlt dreimal. Du willst sagen, alles war wegen Avraham? Alles war wegen Avraham, sowieso, weil Avraham hat erkannt Gott. Die Torah ist wegen Avraham. Was ist hier mit Sukkah so Besonderes? Okay, sagt der Serashim schon, steht geschrieben in Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni ist ein Midrash aus Frankfurt. Von Rabbi Shimon Adarshan, der Prediger, vor 1200 Jahren ungefähr, er sagt was anderes. Warum machen wir Sukkah, eine Hütte, nach Yom Kippurim? Vielleicht bei meinem Gericht, Urteil am Yom Kippur, Gott behüte, Gott bewahre, war eine Strafe, dass ich muss nächstes Jahr leiden. Galut, Galut bedeutet Schmerzen von Umzug, Exil, Wandern, Karawanen, Zigeuners werden, Juden werden, dass Hashem
Ausländer werden, gibt es eine Strafe, dass Hashem sagt, nächstes Jahr wirst du leiden. Wirst du Umzug haben, wirst du... Umzug ist Schmerz, ist große, große Schmerz. Der Mensch ist ausgerissen von seiner gewissen Wurzel zu einer ungewissen Wurzel draußen. Ich werde nicht vergessen, als meine gottselige Mutter hatte von zu Hause so einen Blumentopf rausgenommen. Er war schon groß zu Hause, war kein Platz. Und sie hat ihn in den Garten draußen gelegt. Sie hat gesagt, Hashem, bitte, nur töte ihn nicht. Dann werde ich jahrelang schlechtes Gefühl und Gewissen haben. Gut, sie hat ihn gelegt. Du, der hat gewachsen. Und er wächst bis heute. Riesige, riesige Baum. Ja, aber nicht bei jedem passiert das. Also es konnte genauso. Wir wissen, dass viel wächst nicht als das, was wächst ja. Also bei manchen gelingt die Ausreißen und wieder einpflanzen. Verstehst du, was ich meine? Okay. Sagt der Sarah Shimshon, vielleicht hat mir Hashem am Yom Kippur gegeben ein Urteil, dass wir müssen nächstes Jahr haben Galut. Galut bedeutet Diaspora, wandern. Wandern, guck mal, die sitzen gut auf ihrem Ort am Leben, zum Beispiel Deutschen, gehen gerne wandern. Warum? Weil sie haben ihren Besitz, sie haben ihren Ort. Denn um ein bisschen Spaß haben, gehen sie wandern. Juden gehen nicht wandern, die wandern von alleine. Ich habe nicht gesehen, Juden, die gehen wandern. Die gehen spazieren. Sie gehen nicht wandern, die sind schon gewandert von alleine. Wenn sie nicht wandern, dann wandert sie. Oder sie brauchen nicht jetzt unter... Es gibt Leute, die haben ihren Platz, ihre Position, vom Adam bis Eva, sie sitzen. Aber Am Israel hat immer Galut Edom, Galut Madai, Galut Paras, Galut... Die ganze Zeit Exil vom Sfarad, Exil von... Die ganze Zeit wird evakuiert. Damit der Mensch soll nicht Evakuation erleben nächstes Jahr, evakuiert er sich selbst. Das ist eine Simulation. Wie zum Beispiel, wenn einer hat geträumt, dass er ist in Wasser ertrunken, bla 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 bla, und er ist kalter Schweiß, er steht auf, ich habe ertrunken, sage die Gemara, keine Angst, mach Simulation, nimm dein Hemd, mach eine volle Badewanne oder nimm das in Fluss, leg dein Hemd drinnen und guck, wie der Hemd ist reingekommen in Wasser. Nimm das raus, ich war schon ertrunken. Oder vor Yom Kippur nimmt man Kaparot, macht man Sekaporossi anstatt mir, Korban, Kapara. Genau so sagt der Sarah Shimshon. Sukkah ist eine Simulation für Evakuation, für Transportation, für eine, verstehst du, was ich meine? Für eine Exil, für eine Galut. Darum macht man Sukkah. Darum ist eine große Nutz in dieser Mitzvah. Insbesondere in dieser Zeit. In dieser Zeit, wenn ein Mensch weiß, zu Hause ist bequem. Zu Hause habe ich mein Bett. Zu Hause habe ich meinen Kaffee. Zu Hause habe ich meinen Schutz. Draußen kalt, ängstig, unstabil, irgendeine Wand, man weiß nicht, was kommt. Diese 7 Tage schenkt der Mensch eine Gewiss, dass er ist hier in dieser Welt ein Gast für eine gewisse Zeit. Und später wird er mehr schützen, dass wenn er kommt nach Hause und er hat doch ein Stub und ein Haus. So sagt der Sarah Shimshon, dass Sukkah nach Yom Kippur ist, um zu vermeiden Evakuation am kommenden Jahr. Umzug, Probleme, Schwierigkeiten. Und die Sukkah ist eine große Mitzvah, die der Mensch schützt. Okay. Steht geschrieben in Tehillim 12, Sviv Reshoim Isalochen. Ein Mensch soll wissen, dass er hat sehr viele Feinde. Auch wenn er sie nicht sieht. Er hat. Sonim, Mazikim, Sorea Umois. Damit soll der Mensch wohnen. In Sukkah Shalom. Dann jeden Abend vor dem Schlafen sagen wir, lass uns Ruhe ewiger und bereite über uns
das Zelt deines Friedens aus. Festige uns mit einem von dir ausgegebenen guten Rat. Jede Nacht gehen wir schlafen. Was beten wir Gott? Ufros aleinu sukat shlomecha. Schenk uns bitte deine Sukkah, deine Hütte, dein Zelt, dein Ort. Womit? Indem du uns gibst einen guten Rat. Guten Rat ist eine Angebung. Guten Rat kann man nicht, steht geschrieben, Tshua berov yoetz, die Erlösung kommt, wenn man sich viel beraten lässt. Wenn man sich viel beraten lässt, zum Schluss bekommt man den Rat von Hashem. Aber Menschen denken, sie gehen zu einem Berater, er wird sie sagen, dem Rat von Hashem. Nein, das kann niemand dir sagen. Ein Berater, wenn jemand ruft mich an, er will eine Eheberatung. Ich kann eine Eheberatung geben. Ich kann sagen, was steht geschrieben in die Treiber.de. Ich kann gucken, was kann man die beide helfen von meiner Erfahrung. Sie müssen hören, das, was habe ich gesagt. Die Rat selbst müssen sie nehmen und entscheiden. Man kann nicht, das ist nicht jetzt eine Navi, eine Prophet, der sagt, mach so und so. Es ist vorbei heute, gibt nicht. Früher war das Leben leicht. Bist du gegangen zu einer Navi, du wolltest wissen, was ist mit den Eseln. Er sagt dir, die sind schon gefunden, du bist jetzt ein König. Heute gibt nicht. Niemand kann dir sagen, wo kannst du arbeiten, mit wem sollst du heiraten, wo sollst du wohnen. Man kann dir Vorschläge geben. Es gibt in Groß und Ganz Regeln, aber sagt der Serashim schon, die Sukkah ist ein Ort, wo man bekommt einen Schutz von der schlechten Energie in dieser Welt. Und danach bekommt man einen guten Rat. Okay, deshalb, Avraham Avinu hat gesehen die Gäste. Sie haben ausgesehen wie Araviim, wie Weltleute, so wie Arabers. Und er war bewusst, dass sie sind gebunden mit Unrein. Also die sind unrein. Deshalb, was wollte Avraham Avinu? Avraham Avinu wollte entfernen das Schlechtes von das Gutes. Jeder Mensch hat in sich was Gutes. Auch wenn er ist ein Araber, auch wenn er ist ein Matrose, auch wenn er ist ein Bäcker, auch wenn er ist ein Geschäftshändler. Spielt keine Rolle. Jeder Mensch hat in sich Gutes. Was hat gemacht Abraham? Der hat die Leute gesessen unter das heilige Baum. Er hatte so einen Baum, so eine Sukkah. Und hat gesagt, die Gäste, das ist die Etz Achaim, setzt euch unter diesen Etz und unter diesen Baum. Es war eine Eiche oder Eschel. Es war ein großer Baum. Und damit soll der Baum sie von allen Seiten bedecken. Und die Füße soll man abwaschen. Und das wird die Gäste schützen von ihrem Staub, von schlechter Energie, die sie haben gehalten von dieser Welt. Was heißt das? Ich rede nicht jetzt, wenn einer ist pedant und er sagt, nee, Schuhe draußen, ich will nicht deine Schmutz zu Hause. Das ist nicht die Idee. Das ist Ästhetika. Das ist Staub. Das ist nicht so dramatisch. Es ist noch dramatischer. Es gibt Menschen, die beugen ihre Schuhe. Was heißt, sie beugen zu ihren Schuhen? Sie denken, ohne mir, ohne das, dass ich gehe mit meinen eigenen Füßen und mache es, passiert nichts. Weißt du, warum bin ich reich? Selbstgerannt. Weißt du, warum bin ich klug? Selbstbewegt. Also der Mensch redet sich ein, wenn ich werde mich nicht bewegen mit meinen eigenen Füßen, wird gar nichts passieren. Abraham sagt die Gäste, beruhigt euch. Wer hat euch gegeben, die Wille, überhaupt etwas zu tun? Gibt es Leute, die wollen nichts machen? Gar nichts. Die wollen nichts bewegen. Rotze, Rotze bedeutet will. Larutz bedeutet rennen. Wann beginnt ein Mensch zu rennen? Wenn er will. Wer gibt dir die Wille? Wer schenkt uns die Wille? Wer gibt uns die Idee? Wer gibt uns die Motivation? Es gibt, weißt du, was heißt Depression? Keine Ration. Keine Wille. Ist mir egal. Nee, gar nichts. Keine Lust. Kein Bock. Keine Wille. Lass mich in Ruhe. Spazieren gehen? Nee, keine Spazieren. Musik hören? Nee, keine Musik. Schwimmen gehen? Nee. Was Gutes essen? Nee. Je mehr der Mensch
hat keine Wille, mehr Depression. Er badet in sein Mitleid. Wenn ein Mensch ist gut drauf mental, heißt er hat Wille. Manchmal kriegt er von Hashem Wille und da soll er glücklich und dankbar sein. Manchmal muss er selbst seine Wille erwecken. Er muss sich aufnehmen und sagen, ich komme zu dir morgen früh. Wann sehen wir uns? Von wo hast du diese Idee? Was glaubst du von dir? Nein, von Hashem. Hashem sagt, geh. Es wird dir schon irgendwie ein Rat geben. Weißt du, wer wird dir den Rat geben? Nur Hashem. Menschen können keine Ratschläge geben. Menschen können von ihrer Erfahrung meistens berichten. Kann sein, dass unsere Erfahrung ist nicht deine. Sage der Serashim schon, Hashem schenkt nicht jetzt gegebene Sachen. Er gibt dir die Idee, damit sollst du laufen, damit sollst du gehen. Aber soll man nicht beugen zu den Füßen, soll man nicht beugen zu dem eigenen, ich werde rennen, ich werde machen, ich werde tun, dann wird es gelungen sein. Nein, es gibt Leute, die rennen wenig und haben viel. Und es gibt Leute, die rennen viel und haben wenig. Glaub es mir, ich sehe Leute im Flughafen, sie rennen, um zu finden leere Flaschen in die Mülleimer. Weil jede Flasche ist ein paar Cent. Manchmal sehe ich so einen Mensch, sage ich, hier nimm dir Tzedakah, geh nach Hause, Hashem soll dir helfen. Nein, aber er will nicht. Er hat Motivation, das zu beschäftigen. Das ist seine Wille. Das nennt man kleinknöppeldick. Er ist noch klein. Niemand will, soll seine Kinder sollen gehen und sammeln Flaschen in die... Aber in dem Moment, wo ein Mensch gibt dir eine Idee, heißt Hashem, schützt dich. Deshalb, jeder Mensch, der hat Bitachon an Hashem, dass die Mitzwa wird ihm schützen, soll er wissen, dass es gibt in dieser Welt 28 Zeiten. Zeit zu geboren, Zeit zu sterben, Zeit zu weinen, Zeit zu lachen, Zeit zum Trauerrede, Zeit zum Hochzeit. Gibt's 28 Zeiten. So wie es steht geschrieben bei König Schlomo in Kohelet. So wie es steht hier in die Schild hinter mir. Alles zu seiner Zeit. Alles hat seine Zeit. Wenn die Zeit ist noch nicht gekommen, steht geschrieben, das ist in Prediger Kapitel 3. Kapitel 3 gibt 28 Zeiten. Und manchmal die Zeiten sind gut und manchmal die sind zum Guten. Das heißt, die sind nicht gut, aber die sind für irgendetwas zum Guten. Warum? Weil der Mensch schützt meistens das Gut. Wenn es war, wann schätzt man die Süßigkeit? Wenn es gibt die Bitterkeit? Wann schätzt man dem Schlafen? Wenn ist man müde? Wann schätzt man das Essen? Wenn ist man Hunger? Wenn schätzt man dem Geld? Wenn ist man arm? Wenn man hat, man hat, man hat, man hat, schützt man gar nicht. So ist der Mensch. Wenn er hat einen Mangel, wendet er an Hashem. Hashem will unsere Gebete, Hashem will unsere Kontakt. Hashem wird uns, das ganze Leben wird uns irgendeinen Mangel besorgen. Nicht, weil er uns den Mangel nicht geben kann, der hat genug zu geben. Aber er will die Verbindung an ihm. Der Schlange hebt nie seine Augen zu Gott, er ist Sand, sein ganzes Leben. Hashem sagt, nimm alles, was du willst, du bist die Klippa, du bist der Samachmem, du bist die Schlange, mit dir will ich keinen Kontakt, ich will nicht, es gibt Leute, Gott sagt, nimm alles in dieser Welt, genieße, hab ein dickes Auto, hab schönes Leben, aber mit mir hast du keinen Kontakt. Jetzt die Frage ist, was will der Mensch? Er will Kontakt mit Hashem oder er will irdisches Leben? In dem Moment, wo er sitzt in die Sukkah und er sagt, Hashem, ich weiß, du hast mich befohlen, dass die Sukkah soll mir schützen. Jetzt, wir sind relativ nicht in Gefahr. Also relativ, sagt der Serashim schon, das ist 200 Jahre, heute ist schon noch besser. Sagt er heute, wir sind nicht so, wir können gehen, es wird nicht. Wenn Leute leben in Drama, dann denken sie, die ganze Welt ist gefährlich. Aber im Großen und Ganzen objektiv, die Welt ist nicht so gefährlich. Aber Hashem hat aufgepasst auf unsere Vorfahren in die Wüste. Dort waren Masikim, Nachash, Saraf und Akrav. In die Wüste gibt es viele
Sakanot, viele Gefahren. Was ist die größte Gefahr in der Wüste? Die größte Gefahr in der Wüste ist zu trocknen von der Hitze. Also die Hitze ist dort die größte Gefahr. Wenn ein Mensch schnell nicht getrunken, Shabbat Shalom, kann man ihm in eine Tüte von Saka packen und Shabbat Shalom, man schließt die... Und Gott behüte, Gott bewahre, ohne trinken. Muss man nehmen viel Wasser. Viel Wasser. Der Mensch muss die ganze Zeit Wasser. Wo lebt Avraham Avinu? Avraham Avinu lebt in Be'er Sheva. Be'er ist Brunnen. Was ist Sheva? Sheva ist 7. 7 ist die 70 Völker, 70 Nationen, die man bringt, 70 Korbanot am Sukkot für die ganze Welt. Was heißt das? Steht geschrieben in der Pasuk, Kol ha'ezrach be'Israel, also wir haben das früher gelesen, dass wer soll sitzen in Sukkah? Ich lese das wieder. Basukot eshvu shivat yamim, Kol ha'ezrach. Wer ist Kol ha'ezrach? Wer in Israel eingeboren ist. Was ist Ezrach? Ezrach ist ein, ich lese dir Rashi, fügt die Fremden, Übergetretenen hinzu. Die gehören auch in die Sukkah. Die kommen rein auch in die Sukkah. Warum? Weil Hashem hat sie schon bei Avraham gebracht. Okay. Sagt der Serashim schon, er bringt etwas von Zohar. Wenn Am Israel ist rausgekommen von Mitzrayim, es ist mit rein mitgekommen mit Am Israel Erev Rav. Erev Rav, das ist verschiedene Leute von den Völkern, die haben gesprungen auf dem Wagen. Bis heute, wir wissen, überall wo es war Rettung von Juden in die Welt, haben sich auch viele Goyim und Leute von den Völkern hingesprungen. Ob es jetzt Äthiopien oder Russland oder Ukraine oder Frankreich. Also wenn das ist Gefahr und es gibt ein Flugzeug von Rettung, wie heißt du? Moshe. Wie heißt du? Avraham. Guck mal, alle Juden, die kommen von Äthiopien und diese Gegend, alle sind Moshe und Avraham. Und zwischen sie werden sie nicht genannt, Moshe und Avraham. Es gibt bestimmt zwischen die Yehudim, und es gibt zwischen sie Ezrachim. Ezrachim sind Bürger. Sagt die Tora, auch die Bürger sollen reinkommen in die Sukkah. Sagt der Serashim schon, dass die Erev Rav, die rausgekommen von Mitzrayim, haben nicht bekommen einen Platz in die Hütten beim Auszug von Ägypten. Was war mit denen? Sie wurden fertig nach dem goldenen Kalbsünde. Hat man sie alle genommen. Sagt er, Moshe wollte nicht, dass die Erev Rav, dass die Mischlingen, die Zugekommener, soll reinkommen. Aber jetzt kommt das, was der Serashim schon sagt. Die Geirim von Deurois Aboim, alle Konvertierten, alle Fremden, Hikpit Boem le Zakoisom be Mitzvos Zo. Avraham Avinu hat gesagt, ja. Jeder, der will, soll kommen und sitzen unter der Baum. Wenn er will von sich unter der Baum sitzen, soll er kommen und er kriegt Wasser. Damit sollen sie geschützt sein von jeder schlechten Sache. Was heißt das? Steht geschrieben in Perekame shel Avodah Zarah, Seite 3, wenn Moschiach wird kommen und die ganze Völker, die ganze Goyim werden sehen, wie viel Belohnung, wie viel Honorar, wie viel Licht hat Am Israel. Werden die Goyim sagen, warum hast du uns gegeben nur 7 Mitzvot Bnei Noach? Warum hast du uns nicht gegeben so viel Torah? Warum hast du das nur gegeben Am Israel? Sagt Gott, weißt du was? Ich gebe euch eine Mitzvah jetzt, als Probe. Sukkah. Ich gebe euch eine Sukkah.
Ich gebe euch eine Sukka. Und die Goyim gehen rein in die Sukka. Und was macht Hashem? Er macht starke Sonne. Warm, 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 heiß, heiß, heiß. Steht geschrieben, die Goyim gehen raus von die Sukka, kicken mit dem Fuß und gehen zurück nach Hause. So sagt die Gemara. Was heißt das? Zu dienen Gott, wenn es lohnt sich, das will jeder. Steht geschrieben, in die Zeit von König Schlomo hat man nicht genommen Geirim. Warum? Weil es war zu gut zu Am Israel. Wenn einer kommt zu Am Israel, wenn Am Israel leidet und es nicht gut, guck mal jetzt, je mehr Volk Israel geht besser, gibt es viele Leute von den Völkern, die wollen sich integrieren in Volk Israel. Genauso, Leute von Volk Israel wollen sich integrieren in gute Länder. Ich habe noch nicht gesehen, einer, der sagt, boah, ich will jetzt leben in Sudan. Mein Traum ist jetzt Sudan, nein, Bangladesch. Wo wollen die Leute leben? Schweiz. Länder, wo es gute soziale Strukturen, wo kann ich gewinnen? Wo kann ich gut Amerika, Europa? Man will Passport. Man will Passport von einem Land, die etwas wert. Ich habe noch nicht gesehen, einer, der sagt in Israel, wow, ich bin Banana nach Passport von Tunesien. Warum nicht? Weil interessiert ihm nicht jetzt Passport von Tunesien. Leute wollen immer mit den Stärksten. Das ist nicht das Ziel, sich zu integrieren mit Am Israel. Das nennt man Toelet. Toelet bedeutet ein Ausnutz, ein Interesse, das wird nicht funktionieren. Was wird funktionieren? Wenn einer wirklich will nachkommen zu Hashem, bedingungslos. Auch wenn es mir gut geht und auch wenn es mir schlecht geht. Und jetzt kommt etwas, ich glaube, es werden ein paar Leute heute vom Stuhl fallen. Immer, 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 wenn ein Mensch beginnt zu halten, Torah und Mitzvot, Hashem schenkt ihm schwierige Prüfungen. Er macht dem Hitze auf seine Sukkah. Er hat gedacht, die Torah und Mitzvot werden ihm schützen. Was passiert ihm? Probleme. Probleme mit der Frau, Probleme mit der Arbeit, Probleme mit den Kindern, Probleme mit den Rabbinern, Probleme mit dem Gott, Probleme mit den... Er sagt, was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Ich dachte, diese Sukkah wird mir schenken eine Ruhe. Gerade jetzt so viel Zorres, eine nach dem anderen. Ich habe gedacht, das wird mir geben. Was ist das? Das ist genau das, was sagt dieser Hashem schon. Hashem gibt dir die Hütte und bringt die Hitze. Zu sehen, was wird sein, er prüft die Geduld bis auf Ende. Manche werden bleiben in die Sukkah. Okay, Hashem, ich weiß, es vorübergehen, aber es wird gut sein. Manche sagen, geben einen Kick auf die Sukkah und gehen weg. Es gibt Leute, sagen wir, jemand hat gehalten Torah Mitzvot. Okay? Und plötzlich ist er enttäuscht von seinem Kantor, von seinem Rabbiner, von der jüdischen Gemeinde. Was ist seine Reaktion jetzt? Er gibt einen Kick und er läuft weg? Oder er sagt, ich gehe in einen Ort, wo es mir wird besser stimmen, die Sache. Das heißt so, die Sache stimmt. Hashem stimmt, Torah stimmt, Menschen sind Menschen. Zorre sind Zorres. Hashem schickt Prüfungen auch durch Menschen. Hashem schickt immer Puranuyot und gute Sachen, um uns zu prüfen, wie stark wir sind da. Deshalb, wir sitzen in die Sukkah mit Emuna und Bitachon. Und was macht Hashem? Er bringt eine Sonne und man will die Sukkah brechen und sagen, die Sukkah schützt nicht. Was ist Sukkah? Sukkah ist Sukkat Shlomecha, das ist ein Leben, das ist ein Frieden, das ist eine Ruhe, das ist eine... Und deshalb? Der Serashim schon hat begonnen seine Antwort. Nach seiner Meinung, warum sitzt man in die Sukkah? Um Simulation von Evakuierung zu bringen. Ich gebe dir ein Beispiel. Es war einmal bei mir zu Hause eine Shiur.
zu heiß. Fenster. Es ist mir zu kalt. Menschen, tick. Wenn etwas passt nicht zu ihrem Bequemlichkeit, gleich wollen sie aufstehen und gehen. Weil es passt nicht zu ihrer Bequemlichkeit. Aber wenn der Mensch will die Sache, glaub es mir, es ist ihm unwichtig die Bequemlichkeit und er macht alles. 2 Jahre, und du weißt es, haben wir gebeten, nackt, draußen im Zelt, offene Zelt, von alle Seiten. 120 Leute am Yom Kippur, nur mit einem Dach, die bald fällt mit Regen. Warum? Weil die Emuna und die Bitachon ist stark. Es gibt einen Spruch, wenn die Liebe war stark mit meiner Frau, wir konnten schlafen auf die Breite von dem Bett. Heute, wenn es ist, die Emuna, es ist nicht mehr sicher, auch die längere ist keine Zeit da. Sagt der Serashim schon so, die Sukkah schützt der Mensch. Jetzt gibt es einen Unterschied zwischen Juden und Goyim. Und damit schließt er. Es ist ein bisschen hart, was er sagt, aber es sind nicht meine Wörter. Tut mir leid, wenn jemand fühlt sich damit in Schwierigkeiten, so soll er gesund sein. Serashim schon, Seite 120. Einer sagt zu Hashem ein Deal. Sein Sohn ist krank und er will geben Sela Litzdaka. Sela ist Geld, ist ungefähr 360 Euro. 5 silberne Münzen in den alten Zeiten. Er will geben Summe Geld zu Tzedaka, damit soll sein Kind gesund sein und leben. Und was passiert? Er ist nicht gesund geworden. Wie fühlt er sich? Sauer. Was macht er? Koretigar, also der beschimpft auf Hashem. Ich habe gedavnt, ich habe gespendet, ich habe gemacht, ich habe gecheckt die Mezuzot, die Tfilin. Wo bist du? Wo bist du? Sagt der Serashim schon, gibt es einen Unterschied zwischen Agoi und Ayid. Ayid, der hat gemacht mit Hashem einen Deal. Und der Deal hat sich nicht geklappt, soll er das nehmen auf sich, es ist meine Schuld. Ich bin nicht in Ordnung. Ich war nicht in Ordnung und Hashem zeigt mir jetzt, erlöst sein, ich habe nicht richtig geparkt, ich habe von ihm bekommen einen Strafzettel, ich muss es bezahlen, es liegt nicht an ihm. Ich bezahle die und ich sage Hashem, danke, ich habe verstanden, ich werde dort nicht mehr gehen. Dort parke ich nicht. Das mache ich nicht mehr, habe ich verstanden. Jetzt die Frage ist, warum will ich nicht parken? Weil ich habe Angst, noch einmal einen Strafzettel zu bekommen? Oder ich habe verstanden, dass das ein Parkplatz von Behinderten ist? Wenn der Mensch hat nur Angst von den Strafzetteln, er wird bekommen noch einmal. Und noch einmal, er hat noch nicht kapiert, was ist die Sache. Die Sache an sich ist nicht gut. Die Sache an sich ist nicht gut. Aber wenn das ist ein Goy und er hat gemacht mit Hashem einen Deal und einen guten Tat, man zeigt ihm nichts Schlechtes. Deshalb auch König Shlomo und sagt beim Eröffnung von Bet HaMikdash, wenn ein Jude kommt zu diesem Haus und er betet, gib ihm gemäß seine Verdienst. Aber wenn es kommt ein Fremder von den Völkern, höre zu, was er sagt, weil sonst wird er zweifeln, ob du bist existiert. Wenn es funktioniert, er wird wiederkommen. Wenn es nicht funktioniert, er wird nicht mehr wiederkommen. Das heißt, ich sehe das auch in meiner Erfahrung. Es gibt manchmal Leute, sie haben in dir Kontakt. Etwas ist passiert, sein Schuld, mein Schuld, unsere Schuld. Man haut ab, man meldet sich nicht. Irgendwann hörst du, der Mensch ist weg vom Judentum schon längst. Es gibt Leute, es gibt Schwierigkeiten.
Es gibt Probleme, Beziehungen sind immer, auch mit der Frau, auch mit den Kindern, auch mit den Geschwistern, gibt es immer was. Aber was ist die Sache, man haut nicht ab. Und das sage ich wieder und wieder. Wir leben hier in einer neuen Mentalität von Volk, wo jemand gefällt ihm nicht etwas, er haut ab von zu Hause und meldet sich nicht. Weißt du, wie viele Telefonaten bekomme ich? Mein Mann ist weggelaufen, meine Frau ist weggelaufen. Man weiß nicht, wie das Leben zu packen. Man haut ab von heute auf morgen. Als ob die Erde hat geschluckt. Das ist dem Kick zu geben, die Zucker. Und Hashem sagt, zu mir gehörst du, wenn du bist mit mir in Verbundenheit. Nicht nur, wenn es klappt, bist du bei mir und wenn nicht, haust du ab. Nein, von Hashem kann man nicht abhauen. Und so haut er auch nicht. Weil wenn ein Mensch geht weg, Chas v'Shalom von Hashem, Hashem geht auch weg von ihm. Anochim en meshuvim lo gmulo koret agar, der Goy oder der Ungläubiger, wenn man gibt ihm nicht das, was er will, beschimpft er auf Gott, auf sein Volk, auf allem und er will damit nichts zu tun. Warum? Weil es hat nicht geklappt, so wie er wollte. Was, Gott ist nicht ein Gottomat, ein Bankomat, ein Gesundomat, ein Beziehungmat. Er ist ein Vater, aber er ist ein Schofet. Schofet bedeutet, er ist ein Richter. Wenn das Isaid, sagt der Serashim schon, Tolea Isurim Ba'avono, weißt du, warum es mir passiert? Wegen mir. Ich habe mich nicht richtig behandelt. Ich habe mich nicht richtig benommen. Liegt das an mir? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe versagt. Ich habe ein Yetzerara, ich habe einen Trieb. Und Hashem sagt, aha, bist du mit mir verbunden? Wir bleiben in dem Kontakt. Ich werde dir alles, was hat dir gefehlt, werde ich dir noch einmal nachholen. Und jetzt kommt. Hashem schenkt nicht seine Matanot, seine Geschenke in diese Welt in eine klare Linie. Wenn einer ist verbunden mit Hashem, soll er nicht erwarten am Leben Shekit, Ruhe, Frieden, Harmonie. Nein. So wie Jakob steht geschrieben, Tzadikim mevakshim lashevet beshalva, sie wollen in Ruhe leben. Hashem wird immer was basteln. Hashem wird immer was bringen, Unruhe, um uns diesen stressigen Strom für die Verbundenheit mit ihm nicht locker lassen. Und wenn es ist schon Ruhe, dann soll man selbst Simulation machen von Evakuation. Soll man rausgehen in die Sukkah und soll man spüren, dass es kalt. Weißt du, manchmal im Sukkot hier warst du schon, es kalt, manchmal regnet sogar. Es gibt Leute, beim ersten Tropfen gehen rein. Ja, es regnet. Und manche Leute, und das haben wir gemacht jahrelang, man sitzt, es regnet, es niesig, es ist ärgerlich, aber man sitzt in die Sukkah. Das will Hashem. Und es gibt Leute, beim ersten, manchmal mache ich mit Hashem Deal. Dieses Jahr, glaube ich, war das. Ich glaube, es war der erste Abend Sukkot. 19 Uhr, es regnet. Why? Ich darf ne Mairiv. Es ist schon 20 Uhr, regnet ohne unterbrochen. Dann habe ich gesagt zu Hashem, Hashem, weißt du, wer will, soll ich sitzen in Sukkah? Du oder ich? Sie, Ata, Baruch Ata, Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kidishanu Bemitzvotav Vetzivanu, du hast uns befohlen, Leishev Basukkah? Nu, du befällst uns und du machst Regen? Ich gebe dir noch eine Stunde. Wort bei Wort. 9 Uhr. Trocken. Haben wir alles geputzt. Reingekommen. Gesetzt in die Sukkah. Jetzt. Es gibt Leute. Sie werden sehen, 20 Uhr. Regen draußen. Essen wir zu Hause. Was ist der Unterschied? Der Serashim schon sagt, es gibt Leute, ihre ganzen Kium Torah und Mitzvot, ihre ganzen Verpflichtung beim Torah und Mitzvot ist He'evinu. He'evinu bedeutet, zu machen ein Wie. Abgehackt. Schachris,
abgehakt. Tfilin, abgehakt. Mezuse, abgehakt. So kann man nicht leben. Das ist keine Kiyum Torah Mitzvot. Das ist so wie eine Frau, Frühstück, abgehakt. Geputzte Geschirr, abgehakt. Wäsche gemacht, abgehakt. Nein, so dient man nicht. Das ist keine Liebe, das ist keine Verbundenheit, das ist keine, das ist eine Pflicht. Das ist eine Kalkulation, was du machst, was ich mache. Hashem soll man dienen, wirklich mit einer Wille. Ich habe noch eine Chance, etwas zu tun, was du willst. Die Frage ist, was will ich haben? Ob ich will haben, Hashem soll mir besseres Leben geben, oder ich will seine Wille ausführen in dieser Welt. Und das ist eine Diskussion zwischen uns beide. Er will, dass wir seine Wille durchführen in dieser Welt. Das will er. In dem Moment, wo jemand arbeitet gut, kriegt er auch gute Arbeitsbedingungen. So ist es. Und wenn die Arbeitsbedingungen sind verschlecht, liegt das nicht immer an dem Chef, liegt das auch an der Arbeiter, der gibt wenig Dividenden oder Erfolg zum Kooperativ. Das heißt, wenn ich sehe, dass Hashem hat mir irgendwie dem Gürtel geengt, liegt das nicht an ihm, der hat genug, das ist der große Balabos. Liegt das an mir? Ich muss etwas ändern an mir. So denkt der Yehudi, so denkt der Maamin, so denkt der Gläubiger. Der Ungläubiger, der Arvi, nein, Hashem wird mir geben, alles. Er ist mir schuldig, weißt du, was habe ich gemacht? Ich habe gegeben Tzedakah, ich habe gemacht eine Mitzvah. Schkoich, sei gesund. Hashem sagt, okay, dir gebe ich, dir nicht, weil mit dir will ich den Kontakt. Jetzt frage ich, wo du sein willst. Deshalb am Sukkot haben wir die Sukkah als Belohnung von Hashem in die Wüste, als Belohnung von Abraham bei den Gästen und als Belohnung, wenn Moschiach wird kommen, so wie sagt Prophet Jesaja, wir werden sitzen in die Sukkah von Gott. Alle anderen Leute in der Welt haben noch Chance, jetzt sich auch unter die Hütte zu sitzen. Sie haben auch Chance, jetzt von dem Wasser zu trinken. Sie können lernen Torah und machen Mitzvot und machen Besuch in Israel und machen Brit Milah und sich nicht sagen, ja, wir haben nicht gewusst. Ja, ihr habt gewusst. Ihr habt gewusst. Ihr konntet zu Hashem jeden Tag beten. Ihr konntet jeden Tag morgen und Abend Mitzvot Limud Torah üben. Ihr konntet sagen Moide Ani, ihr konntet sagen Shema Israel, ihr konntet legen eine Mezuza. Wer hat euch gestört? Ihr konntet das machen. Ihr könntet sogar eine Sukkah bauen. Wer stört euch? Habt ihr ein privates Haus? Weißt du, wie viele Freunde habe ich in Deutschland, die nicht Juden sind? Und ja, wir hatten so telefoniert vor Sukkot und ich habe sie überzeugt, zu machen eine Sukkah zu Hause. Was spricht dagegen? Zu machen eine schöne Hütte draußen mit Mitte. Und ich habe Bilder bekommen, ob es jetzt Rodi oder Paul oder Andreas, gute Freunde. Sie haben gebaut, eine Sukkah. Sag Hashem, bitte, helf mir, ich will ein großes, privates Haus. Weißt du warum? Ich will eine Sukkah bauen. Wenn ein frommer Jid sucht irgendwie eine Wohnung oder ein Stub oder ein Haus, was sucht er? Die erste Frage, gibt eine Sukkah oder gibt nicht? Auch wenn ich kam nach Deutschland, Balkon, wo es gibt ein bisschen Himmel drauf. Erste Sache, wo soll man suchen? Eine Sukkah. Sukkah ist ein Zeichen zu einer Simulation. Ich habe kennengelernt einen Mann, aber jetzt erzähle ich dir etwas merkwürdig und damit schließen wir den Shiur. Ich kenne einen Mann, der wohnt in Kfar Chabad. Der baut nie ab seine Sukkah. Also es bleibt die ganze Jahr, also er hat gemacht von schönem Holz, und jeden paar Monate macht er neue Dach und Zweigen. Und immer, wenn er will, Ruhe von zu Hause, zu lernen, mit Menschen zu treffen, sitzt er in die Sukkah. Ich weiß nicht, ob das ist normal, aber ich finde das süß,
und einen interessanten Kurios. Er sagt, das ist der Ort, wo ich bin verbunden mit Hashem. Und es gibt sogar Leute, auch hier, sie mieten so ein kleines Stubele mit einer kleinen Hütte und sie gehen jeden Wochenende zu sitzen in dieses Sukkah, aber du hast doch ein Haus. Ja, aber dort bist du verbunden mit Hashem. Dort bist du verbunden mit der Natur. Dort hast du die sieben Wolken von Hashem über dich. Hashem soll uns helfen, dass alle Völker und alle Iden und alle Ma'aminim sollen wissen, dass die Sukkah kommt von Hashem und Hashem wird uns belohnen in diese Welt und in kommende Welt. Und Hashem soll uns geben einen guten Rat und soll diese Shiur sein für Refuah Shlema, für Elia, Ben Yehudit und Joshua und Shkoyach für die Unterstützung von dem Shiur. Eine sehr interessante und spannende Zera Shimshon. Shkoyach.